Anfahrt zum Skyline Plaza mit dem Auto. Das Skyline Plaza befindet sich im Frankfurter Europaviertel, direkt zwischen Messe und Hauptbahnhof. Abhängig von Ihrem Ausgangspunkt gibt es mit dem Auto verschiedene Anfahrtsmöglichkeiten. Wenn Sie westlich außerhalb Frankfurts anfahren, gelangen Sie über die Autobahn A648 zum Skyline Plaza. Die Autobahn mündet direkt in der Theodor-Heuss-Allee. Biegen Sie rechts ab auf die Warentrappstraße. Biegen Sie links ab auf die Emser Brücke. Folgen Sie der Vorfahrtstraße nach links. An der Kreuzung biegen Sie links ab auf die Europaallee. Folgen Sie der Straße und nach 300 Metern gelangen Sie direkt in das Parkhaus des Skyline Plaza. Kommen Sie aus Richtung Süden, dann fahren Sie am Hauptbahnhof vorbei und biegen rechts ab in die Karlstraße. Die Beschilderung Richtung Messe hilft Ihnen bei der Orientierung. Folgen Sie der Beschilderung Messe und biegen Sie links ab auf die Mainzer Landstraße. Folgen Sie der Straße für 500 Meter. Biegen Sie rechts ab in den Güterplatz. Folgen Sie nun der Straße und biegen Sie links ab, um in das Parkhaus zu gelangen. Kommen Sie aus Richtung Norden, dann fahren Sie an der Bockenheimer Warte vorbei und folgen der Senckenberg-Anlage, bis Sie zur Ludwig-Erhard-Anlage gelangen. Halten Sie sich links und biegen Sie auf die Friedrich-Ebert-Anlage ab. Folgen Sie der Straße für 200 Meter. Biegen Sie scharf rechts auf den Platz der Einheit ab. Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab. Das Parkhaus des Skyline Plaza befindet sich nun auf der linken Seite. Um Ihnen die Navigation zum Skyline Plaza und unserem Parkhaus zu erleichtern, helfen Ihnen über 30 Schilder an wichtigen Punkten im Umkreis des Skyline Plaza. Entdecken Sie die Shopvielfalt und genießen Sie Ihren Besuch im Skyline Plaza.